Ja, Spaß macht mobil oder so einen ähnlichen Spruch habe ich schon mal gehört. Den hatten wir beim letzten Mal mit diesem tollen Riss, zu dem wir noch gekommen sind. Hat gar nicht so viel Spaß gemacht. Zumindest habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Ja, nichtsdestotrotz, es geht weiter. Herzlich willkommen zurück bei Star Wars Jedi Survivors hier auf dem Kanal Alles Furchtbar Kommentiert. Mit mir, dem Daniel. Und wir suchen uns jetzt neue gemütliche Flecken Erde, wo wir uns austoben können. Ich nenne es jetzt mal austoben. Ich werde wahrscheinlich toben. Aber da doch wieder das irgendwas. Manchmal vibriert der Controller komplett random, wo ich nicht weiß warum. In anderen Spielen denkt man sich immer, ja, da ist ja dann mit Sicherheit was. Da ist auf jeden Fall noch was. Ah, Gott. Also, ja, hier ist nochmal was. Wir haben diese komischen Turbinen. Die Frage ist, kommt man hier auf herkömmlichem Weg? Nee. Das Bittere ist, da war jetzt noch dieser komische... Ich hatte jetzt versucht gehabt, diesen Bot da herzuziehen, weil ich mir gedacht habe, Mensch, jetzt hast du da hier so viel tolle Machtfähigkeiten. Nichts gibt's. Das... Und das soll hier rein kosmetisch jetzt oder rein zum Anschauen hier sein? Nee, ne? Vor allem nicht, wenn ich da nochmal irgendwie in der Etage runter kann. Oh Gott. Nee, da soll ich glaube ich eigentlich gar nicht runter. Das ist doch so ein Witz, ey. Du darfst nicht abkürzen. Nein, nein, nein. Geh gefälligst den richtigen Weg, so wie du das vorschreiben. Ach, komm schon. Wieso komme ich denn da jetzt nicht runter? Ja, und da komme ich jetzt nicht mehr hoch, oder was? Was ist denn das jetzt schon wieder für ein Witz? Also manche Dinge in dem Spiel sind auch noch ein bisschen... Ich mag das Spiel, wirklich. Also jetzt ohne Flachs, ich mag das eigentlich wirklich. Aber was es da manchmal mit mir macht, ist etwas unangenehm, sagen wir so. Wie soll ich denn bitte schon da jetzt runterkommen, wenn ich da nicht mehr hochkomme? Und da beim Springen sterb? Der ist doch nicht mal gestürzt! Warte mal, lebt das Vieh so noch? Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Der Spinner mit dem Lichtschwert wäre hier! Aber er sitzt fest auf dem auf dem Eck und kommt nicht weiter. Hä? Da muss es doch jetzt irgendwo gefälligst den Weg runtergeben. Was soll denn der Spaß? Oder hoch? Oder wie auch immer? Ja, Game Over jetzt, oder wie? Also hier geht's nicht. Der andere Weg war ja fast schon wenigstens ein bisschen... Also Entschuldigung, das ist doch wirklich ein Witz vom Herrn, ey.
Der klammert sich halt auch nirgendwo fest hier. Jetzt mal ohne, also. Mal ohne Witz. Würde ich jetzt quasi richtig sterben, dass ich halt. Aha. Das hat jetzt für mich einfach noch weniger Sinn gemacht als die anderen Ecken. Aber okay, ja, Spiel, ich nehm's hin. Ich nehm's hin. Ist ja recht. Greifpunkt. Ah ja. Der ist gar nicht so weit weg. Das ist hier drüben nochmal. Dann hat ja der Spinner, der mit dem. Also Quatsch, der Typ, der auf den Spinner mit dem Lichtschwert wartet, sogar noch seine Daseinsberechtigung. Autsch. Gerade mal ein bisschen ausprobieren hier. Die sind ziemlich leicht mit dem heftigen Schlag. So, wo muss ich jetzt weiter? Einmal da hoch. Da hatten wir auf jeden Fall mal ein Stimpack bekommen. Da war auch noch einer der Bosse. Ich glaube Goroka oder sowas. Ach ja, genau, da hinten ist es nämlich auch schon wieder. Da sieht man nämlich noch die Stimkiste. Abschlussstelle. Den können wir in Domas Laden verkaufen. Passt. Haken dran. Hier wäre nochmal ein offener Weg. War ich da nicht schon mal sogar? So, das war die Froschecke. Greifpunkt. Da oben wäre noch was. Ah, Moment mal. Ja, doch, das ist gut, das ist gut. Das ist zwar bei dem Frosch da hinten, aber das ist die Ecke, wo wir auch schon 3-4 Mal waren. Und sagen wir mal, gescheitert sind. Also dieses Türmchen, was da noch ist. Aber keine Sorge, den Frosch probiere ich nicht schon wieder. Das werden wir mal irgendwann in der Spezialfolge oder irgendwie anders an Hand haben. Aber jedenfalls nicht in der normalen Folge. Das, beim letzten Mal, wo ich so hochmütig war und gesagt habe, komm, wir machen heute einen Frosch. Das ist ganz dramatisch geändert. So, ich lasse das mal drin, weil wir brauchen sowieso noch irgendwann was mit 3 Punkten dann. Ja, wo ist denn jetzt wieder dieses tolle Bedlam Raider Teil? Bei dem Saloon, das müsste dann da hinten. Das nicht?
Genau, da muss es jetzt da eigentlich dann so ein Flugobjekt geben, wo wir uns ranhängen können. Um dort hochzukommen. Hier oben, okay. Das macht sogar ganz Sinn, glaube ich, dass wir den hier übernehmen. Weil hier sind nämlich noch einige andere Droiden. Oh. Ups. Da ist er auch schon wieder kaputt. Das war vielleicht gar nicht so gedacht. Dann müssen wir nämlich da allgemein hoch. Ja, okay. Das habe ich aber auch wirklich überhaupt nicht gesehen. Das habe ich ja wirklich nicht gesehen, dass es hier nochmal so einen fliegenden Ballon gibt. So, wo ist denn jetzt wieder Eingang? Da ist der Eingang. Na, wer bist du denn? Seht, meine Kleinen, wir haben Besuch. Was ist hier los? Still, wir dürfen sie nicht wecken. Sie brauchen ihre Ruhe. Ruhe wofür? Für die Übernahme durch die Meister. Die Übernahme durch den Unsterblichen. Ravis, du reparierst Droiden für die Raiders. Ich hole die Kleinen aus ihrem Schlummer. Die Zusammenarbeit mit ihnen kann nichts Gutes bringen. Du irrst dich. Bald werde ich reich sein wie noch kein Prospektor vor mir. Du willst diese Droiden nicht an Ravis verkaufen. Ach, nein? Du kannst die Früchte deiner Arbeit nicht den Raiders anvertrauen. Nein, ich kann die Kleinen nicht den Raiders anvertrauen. Kommt, meine Kleinen. Wenn meine Arbeit beendet ist, finden wir ein neues Zuhause. Du, Ravis wollte Upgrades. Ich habe gehorcht. Ich brauche sie nicht länger. Nimm sie! Okay, danke. Es gibt Upgrades. Wo gibt's Upgrades? Da gibt's Upgrades. Das vielleicht? Bergsteiger? Nee. Zu Hause für euch finden. Aber ansonsten ist ja jetzt erstmal nichts mehr, ne? Oder ist da hinten das gemeint? Weil da war jetzt auch nochmal eine Essenz. Ne, nur ein Echo. Aber was zum Scannen? Gut gemacht. Für Ravis! Brennt! Brennt mit eurem neuen Anführer! Ja, zu dem Turm wollte ich eigentlich hin. Da sind wir auf der falschen Seite. Da müssen wir, glaube ich, einmal komplett außen rum, vielleicht. Ich schaue jetzt nochmal, ob da noch irgendwas ist. Ich meine, wenn der da hier sagt, von wegen Upgrades. Upgrades klingt für mich eigentlich was für BT. Aber da ist nichts, ne? Er hat tatsächlich nichts, oder es wurde vergessen. Vielleicht hat ihr ja wirklich gedacht, hier, komm, stell mal was hin für den Spieler. Aber nö. Oh, Hammer Boys. Zwei in der Zahl? Ja, das ist jetzt ein bisschen unschön. Ah!
Ein Hammer. Was ist denn? Lass mich doch den Einschlag noch machen. Das so, komme ich denn da auch nicht raus? Was ist denn mit dem? Unfassbar. Wenigstens geben die halt ordentlich Erfahrung. Also da kann man jetzt nicht meckern. So. Ja, das Schöne ist, das ist ja aber das Areal, wo dieser blöde Frosch da ist. Oder eigentlich wäre. Und da hatten wir auch noch irgendwo einen Durchgang, den wir bisher noch nicht erkunden konnten. Warte mal, kann man sich da festklammern? Ja. Da hätten wir nämlich das auch schon mal. Aber das sieht hier ziemlich unspektakulär aus. Von wegen hier schöner Loot. Gegenüber müsste noch eine Kiste sein. Ah ja, da hinten ist auch noch... eine Essenz oder ein Echo? Eine Essenz in dem Fall. Da haben wir nämlich auch eine Abkürzung hier gefunden. Vier Punkte. Wie schön. War das jetzt als Kiste? Ne, da ist doch noch irgendwas, oder? Ja, ne, das ist doch jetzt wieder das Areal da unten. Es sei denn, man kann hier nochmal irgendwo hoch. Das ist eh total merkwürdig, weil eigentlich... Eigentlich müsste da noch ein Areal durch sein. Ja gut, es sei denn natürlich, das kann natürlich sein, dass sie das Areal beim Frosch da unten meinen. Aber das, ja doch, das müsste so sein, ne? Da ist dann noch ein anderes Gebiet da hinten. Oder man kommt hier nochmal weiter. Oder war das der Weg hier hoch? Wir gucken nochmal. Nein, das ist... das ist das Gebiet, was ich noch nicht erkundet hatte. Ja, nice. Wirf mir ein Stim her, Kumpel. Ich will jetzt nicht wissen, was der da unter der Erde gemacht hat. Mütze, Glatze? Hat wohl gedacht, das sieht keiner. Aber so wirklich viel? Ja, da hinten ist nochmal so ein... da hinten ist nochmal eine Kleinigkeit vielleicht.
Hier geht's auch nochmal weiter runter. Das wäre vielleicht dann das nächste, was wir mal probieren können. Also irgendwas muss hier sein. Das bauen die hier nicht einfach so hier hin, das Eck. Da bin ich mir ziemlich sicher jetzt. Oh Gott. Oder doch? Ja, tatsächlich. Da müssen aber noch Sammelobjekte eigentlich sein. Ja, wobei, das zählt sofort Kran. Wir machen mal Folgendes. Ich gehe nochmal zu dem Frosch. Ich muss sowieso quasi jetzt eigentlich wieder... Wobei, der zockt der mir nicht. Der zockt mir meine Erfahrungspunkte ab, oder? Nee, dann machen wir das nicht. Aber wie komme ich denn dahinter? Da muss es doch auch einen Weg jetzt hochgeben. Ja, jetzt überlegt, ob ich euch den Spaß erlaube hier. Dass ich nochmal bei dem Frosch sterbe, aber... Ich habe da so eine andere Idee. Da hinten war doch die... Habe ich ihn jetzt wieder aufgescheucht. Ob das bei dem Frosch geht? Wenn das bei dem Frosch gehen würde, das wäre richtig brutal. Schwerkraftmeister, erhöht Radius und Hochschießens heben und Massenschmettern. Nehmen wir das gleich mit. Haben wir auch nur noch 3 Punkte, die wir hier brauchen im Talentbaum. Nett. Gleich mal so viele. Also Massen müssten wir jetzt ziemlich gut kontrollieren können. Mal abgesehen, dass wir dann halt auch einige... Komm schon, Kumpel. Hat er da noch scannen wollen? Also zu dem Turm nochmal. Wir hatten da... Ist schon ein bisschen her. Da habe ich mich irgendwann nochmal richtig ausgekotzt. Da gab es mal diese Farm. Ne? Und McDonald hat eine Farm, so ungefähr. Und da konnte ich ja auch nicht hoch. Da waren diese komischen Viecher. Das könnte allerdings jetzt funktionieren. Kämpfer an meiner Seite. Genau diese hier, dass wir da von hinten hochkommen. Aber wie riecht das richtig, dass ich da... Na, das könnten wir nochmal gucken. Das wollte ich sowieso in dem Let's Play auf jeden Fall noch unterbringen. Dieses Eck hier. Weil das hat mich wirklich eine Folge lang richtig gefrustet. Dass ich da nicht weitergekommen bin. Den Aufzug? Nee, ne? Aber das Seil gibt's hier. Vielleicht kriegen wir das jetzt hin. Weil der Turm... Eine Scheune. Was die Prospektoren wohl da drin aufbewahren. Und der Turm ist ja auch da oben. An meiner Seite. Na? Unglaublich.
das war's. Da kann sich aber jemand bewegen. Hierher. Was? Halt, stell mich nochmal an hier. Und hier hatte ich ja ursprünglich auch ein Reittier gebraucht. So, die Reittiere standen hier um die Ecke. Das sollte nicht das Problem sein. Komm schon, Neko. Oder auch doch. Ja, das Dumme ist halt, dieses Areal ist halt auch ein bisschen scheiße optimiert. So, da kommen wir jetzt auch schon mal viel leichter hoch. Ja, aber da kann ich mich nicht festhalten. So, ich glaube, des Pudels Kern war ja immer, dass es da noch diese Stange gibt. Das wäre das eine. Na, kriege ich das noch irgendwie rausgechinkst? Das ist doch jetzt ein Witz. Das ja, schon wieder. Er nimmt einfach, also er hört einfach mittendrin zu laufen auf. Das ist das, was ich die ganze Zeit schon immer feststelle. Ach komm schon, was ist denn? Was ist denn? Was stellst du dich denn bitte schön so an? Also sowohl Kell als auch ich. Ja, das ist doch jetzt auch schon wieder. Vielleicht kann ich ja da drin erstmal was machen. Das wäre ja schon mal gut, wenn ich da irgendwie eine Abkürzung oder was hätte. Da war, glaube ich, doch eh noch irgendwas, oder? Irgendwas, was aus Blau ist vielleicht? Ich weiß, dass man hier irgendeine Kiste noch hatte. Oder haben konnte. Wo ist die denn jetzt hingekommen? Hatte ich nicht? Hatte ich nicht irgendwie eine Kiste? Das oben. Das ganze Eck ist ein bisschen merkwürdig hier. Also ich hatte einen Weg gefunden, der irgendwo einen Schalter hatte. Ah, da oben. Das sieht doch eigentlich so aus, als könnte das da reinpassen. Komme ich denn da hin mit dem? Ich müsste da hoch, ne? Dann muss ich da von oben, von einem anderen. Stimmt, wir waren ja, glaube ich, auch hier nochmal irgendwo oben. Ich glaube allerdings, da habe ich mich irgendwie hochgeglitschert. So, jetzt hat. Kiste hatten wir schon gelootet. Und irgendwie muss es doch da noch. Ich hatte nämlich noch einen Durchgang auch gesehen. Einen aktiven. Das war keine gute Idee. Muss auf der linken Seite sein. Okay, da komme ich hoch. Hier soll ein Durchgang sein. Das habe ich ganz großartig gemacht. Also den Durchgang sehe ich immer noch nicht. Da bin ich auch ein bisschen blind.
Wieso springt der da? Das ist so ein bescheuertes Eck, ey. Genau deswegen will ich es aber auch gelöst haben. Genau deswegen will ich das haben jetzt. Spring! Reiten wir los. Habe ich hier vielleicht irgend... Also ich bräuchte hier wahrscheinlich einen Necker oben. Dass ich hier hochkomme. Jetzt wollte er schon wieder abrutschen. Okay, da kommen wir jetzt aufs Dach wieder. Das ist aber ja jetzt nicht das, was ich brauche. Müsste hier irgendwo durchkommen. Moment mal. Nein, nein. Nein. Ach, komm schon. Es ist doch so frustrierend. Jetzt bin ich schon wieder da unten. Steig auf. War das Heil? Da hinten war das Heil. Spring! Also eigentlich ist es egal, wie ich nach oben komme. Ob ich da jetzt auf das... Das Dach ist wahrscheinlich sowieso nur eine Möglichkeit, wie man es falsch macht, vermutlich. Also... Keine Scans, okay, BD? Ja, das war jetzt wieder... Ja, komm schon, jetzt lauf doch einfach zu und hör auf, da abzurutschen! Das ist nicht lustig. Für mich jedenfalls nicht. So, wo kann... Wo kann da was rein? Wie komme ich da hoch? Das ist der Schlüssel mit Sicherheit. Wie komme ich da hoch? Aus wie ein bescheuerter Schacht einfach nur. Irgendeinen Weg, um sich festzuhangeln vielleicht? Irgendwas muss es geben. In dem Moment, wo man das halt jetzt wieder fallen, also wo man das verliert, das Teil, kippt es halt direkt sofort runter. Also es fühlt sich so an, als wenn hier irgendwas fehlt. Irgendein Objekt oder was. Oder die Möglichkeit, hier sich hier irgendwo festzukrallen. Weil normalerweise sind hier dann auch Hinweise. Kisten gehen auch nicht. Okay, liebe Leute, wir machen es mal so. Wir sind sowieso schon über der Zeit. Ich werde tatsächlich jetzt einmal hergehen und werde mir mal eine Lösung für das Eck hier raussuchen. Beziehungsweise mal gucken, was es damit auf sich hat. Vielleicht finde ich ja raus...
Vielleicht ist es ja sogar auch buggy. Kann ja auch sein. Genauso wie diese Bounties. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist mal Schluss für den Moment. War ein bisschen unerfolgreich jetzt. Ja, beim nächsten Mal gucken wir nochmal rum. Entweder wir kriegen das Eck hier gelöst oder wir machen, denke ich, einfach erstmal wieder ein bisschen Hauptquiz weiter. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch was und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.